Hertha BSC hat am 17. Spieltag einen verdienten Sieg bei RB Leipzig gefeiert. Die Berliner gewannen mit 3:2, obwohl sie ab der 7. Minute in Unterzahl spielten. Der hochmotivierte Davy Selke schoss seinen Ex-Club RB Leipzig im letzten Hinrundenspiel damit aus den Champions League-Rängen. Der Stürmer war mit seinem Doppelpack, 6. und 51. beim überraschenden 3:2:2:0 Auswärtssieg von Hertha BSC beim Vizemeister der überragende Akteur auf dem Platz. Hertha spielte nach der frühen roten Karte gegen Jordan Torunariga fast das ganze Spiel in Unterzahl. Der Torjäger, der in seinen 2 Jahren bei RB meist nur Bankdrücker gewesen war, feierte seine Saisontreffer Nummer 3 und 4 demonstrativ vor den gegnerischen Fans, die ihn bei seiner Auswechslung, 70. lautstark auspfiffen. Salomon Kalou, 31. erzielte das zwischenzeitliche 2:0, Kapitän Willy Orban traf zum 1:3 für RB, 69. Neunationalspieler Marcel Halstenberg, 90+2, machte es noch einmal richtig spannend. Leipzig fiel auf Tabellenplatz 5 zurück. Hertha hat derweil wieder Tuchfühlung zu den Europacup-Plätzen und bescherte Pal Dardai im 100. Bundesligaspiel als Trainer ein passendes Geschenk. Selke bekam ein Sonderlob vom Jubilar, der Ivi will immer alles raushauen, auch im Training. Er gibt jeden Tag Gas. Umstrittener Platzverweis gegen Torunariga. Die Zuschauer hatten in der Leipziger Arena kaum Platz genommen, da ging auch schon die Post ab. Zuerst prüfte RB-Offensivspieler Broma den Hertha-Torhüter Rune Jahrstein, fast im Gegenzug schlenzte Selke nach einem Pass von Alexander Esswein den Ball aus rund 13 Metern sehenswert in die Maschen. Die Gäste konnten sich aber nur eine Minute über die Führung freuen, denn dann flog Torunariga wegen einer Notbremse gegen Nationalstürmer Timo Werner vom Platz. Schiedsrichter Frank Willenborg blieb auch nach Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter bei dieser diskutablen Entscheidung. Danach beruhigte sich das Spiel etwas. Die Hausherren waren mit einem Mann mehr auf dem Platz um Spielkontrolle bemüht. Hertha zog sich etwas zurück, schlug aber nach einer Ecke in Person von Kalou eiskalt zu. RB-Trainer Hasenhüttlich reagierte und brachte für Verteidiger Ibrahima Konate den Nationalspieler Diego Dem. Der traf 5 Minuten später den Pfosten und leitete eine Drangphase der Leipziger mit zahlreichen Chancen ein. Das 0:3 war für Leipzig jedoch ein schwerer Schlag, nach vorne ging kaum etwas. Erst als Kapitän Orban den Anschlusstreffer erzielte, ging nochmal ein Ruck durch das Team, aber gefährlich wurden die über weite Strecken enttäuschenden Leipziger nur selten. Dardai war hinterher hochzufrieden, wir hatten einen guten Plan auch mit einem Spieler weniger. Das war eine klasse Leistung. Es ist für uns ein Hammersieg, das kann auch für die Rückrunde viel bringen. Beide Vereine sind im DFB-Pokal bereits ausgeschieden und müssen beim Achtelfinale unter der Woche zuschauen. Leipzig empfängt zum Rückrundenauftakt am 13. Januar Schalke 04, die Hertha muss am selben Tag beim VfB Stuttgart ran.